Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Das Spiel wurde mir empfohlen von Ladiesman 371 oder aber besser gesagt von Lino. Lino, grüße ich erstmal. Das Spiel war im Angebot, Summer Sale von Steam. Hab mir das einfach für einen Fünfer gekauft. Und es soll wirklich echt geil sein, das Spiel. Also, ich habe nur Positives gehört. Lino sagt das auch ständig. Er sagt ständig, komm, spiel das mal an, zock das mal endlich. Ja. Und ich habe es einfach mal gemacht. Ne? Also, nicht gemacht, also. Ich will es jetzt machen, ja. Also, ich will. Oh, was war das jetzt? Wir starten jetzt einfach mal. Neues Spiel. Hobby, normal. Wir machen einfach auf normal, ne? Jo. Los geht's. Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, mit etwas mehr Zeit. Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig? Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Seraph, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, humankontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Seraph Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend, ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging es nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und, wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Okay. David wartet, Adam. Wir sollten aufbrechen. Ja, warte doch mal. Kommst du? Eine Sekunde.
Stimmt schon, trödel nichts. Du solltest dir wirklich angewöhnen, deinen Computer zu sperren, Mac. Ich weiß, ich weiß. So. Das hat mir das auch ständig. Okay. Bitte, Adam. Ich bin schon nervös genug. Hey, hör auf, meine E-Mails zu lesen. Ja, ich muss. Aber ey, komm. Was ist denn das? Okay, ich komme, ich komme. Und ich dachte, Frauen würden immer die Männer warten lassen. Wirklich? Warnung. Zugang nur für autorisiertes Personal. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Meg! Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf dem künstlichen Durchfluss. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Paddock-Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an. Ja. Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen... Eric, wir weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nie tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum Declans Messwerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer... Könnten wir eine genauere Messung vornehmen? Hier ist der Zugang bestätigt. Ich werde mit David darüber reden. Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Das sind nicht alle Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Eddie. Die Kisten sind mehr wert als dein Geld. Schon gut, schon gut. Nia, sind sie soweit? Für Washington. Ha. Für Washington, ha! Ah, Dr. Reed. Das ist General O'Neill. Dr. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen. Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier, sehen Sie. Fangen Sie an. Fertig. Ich muss leider los. Aber Vasili hat alle Details, General. Natürlich. Wir müssen noch an der Bitte. General! Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingen begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt, wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas, das... Ja? Guten Abend. Pritchard. Na, alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Was wollte ich sagen? Hab ich Sie unterbrochen, Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie? Oh, Moment. Ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Ward. Und Sie wären überrascht. Hat Seraph Sie auch herbestellt? Athena.
Ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das ist der modernste GPL-Tracker, den es gibt. Er sendet alle 10 Schritte. Mir ist egal, was es kostet. Ich will Hugh Darrow in Washington an meiner Seite. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capital Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es Ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Hugh Darrow je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. Okay. Pritchard, wo ist Megan? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen! Schnell! Pritchard. Nein. Pritchard! Was, habe ich jetzt nur die Knarre? Scheint so. Um aktiv zu werden, müssen Sie sich erst einmal bewegen können. Die erste Bewegung, die Sie erlernen sollten, ist das Ducken. Das ist kein Problem. So kommen Sie in enge Räume wie Lüftungsschächte und können sich hinter niedrigen Objekten verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Ja. Es ist unerlässlich, auf Objekte oder Leitern zu springen, um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Gelegentlich reichen Ducken und Springen nicht. Manchmal muss es einfach nur schnell gehen. Okay. Allerdings können Sie immer nur einige Sekunden sprinten. Setzen Sie es also überlegt ein. Verstehe. Hey, Doc. Raus hier. Scheiße, Mann. Wow. Nee. Kugelsicher. Schon wieder? Einige Umgebungsobjekte können aufgehoben und bewegt werden. Schaffen Sie damit Wege zu unzugänglichen Orten oder eine tragbare Deckung bei Feuergefechten. Sie können sie bei Bedarf auch auf Feinde werfen. Nicht schlecht. Jetzt aber schnell. Was war das? Ah, okay. So.
Wenn die Luft voller Blei ist, empfiehlt es sich, in Deckung zu gehen. Dadurch sind sie vor Kugeln und Explosionen geschützt. Um zu schießen, können sie sich aus ihrer Deckung lehnen. Auf beide Seiten oder nach oben. Zielen sie dann und feuern sie. Bleiben sie nach Möglichkeit in Deckung, wenn sie sich bewegen. Sichtverbindung ist wichtig. Und in Deckung ist die Gefahr geringer, dass Feinde sie anvisieren können. Na dann. Hoppala. Ah, so geht das also. Bewegen? Ach, lustig. Bewegen, bewegen. Genehm. Okay, sehr schön. Go, go, go. Yeah. Guck mal, da sind die Spackos. Überraschung. Oh. Komm, ich geh mal lieber in Deckung. Alter, was? Bin mal schwer angeschlagen. Oh. Nein. Scheiße, Mann, ich hoffe, ich muss jetzt nicht den ganzen Weg zurücklaufen, ey. Ah, okay, wir fangen von hier an. Deckung ist must have, ey. Wenn man das nicht machte, hat man die Arschkarte gezogen. Habe ich unendlich Munition oder was? Doch. Alter, was, ey? Was für eine Lady? Moment, so. Hab ich. Den Penner, dann haben wir es geschafft. So. Gibt's irgendwas? Keine Frage.
trauen, du Feigling. CT-Sonde zeigt schwere Hämatome durch die Kugel. Müssen die Arterie flicken. Sind Sie im Gebäude? Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Also gerade die Szene, das hat mich gerade sowas von geflasht, ey. Das war richtig geil, ey. Also unser Körper war so ziemlich fertig zerstört, ja. Wir haben jetzt Prothesen bekommen, wir sind irgendwie mechanisch vernetzt oder keine Ahnung, also ich finde das ziemlich geil. Ja, also ich bin gerade echt baff. Ich find's geil, ich find's wirklich geil, ja. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht, ja. Ja, Lino, danke nochmal, dass du mir das Spiel empfohlen hast. Ich werde es auf jeden Fall weiterzocken. Also, es wird auf jeden Fall ein Let's Play daraus geben. Also, das ist definitiv klar, ja. Ich freue mich, ja. Also, haut rein, Leute. Ciao.